Es ist unglaublich, was Glaube und eine starke Überzeugung bewirken können. Die Frau dieses Mannes starb mit einem Baby im Bauch, aber was ihr Mann tat, wird dich umhauen. Suleiman ist ein Bankkaufmann, der sein Leben Gott gewidmet hat. Er ist ein hingebungsvoller Christ, der in seiner Gemeinde wegen seiner Bescheidenheit und Integrität geachtet war. Sein Leben lief gut. Wie konnte er dann im Wartebereich des Krankenhauses enden und um das Leben seiner Frau bangen? Suleiman war ein hervorragender Schüler. Er schloss die Highschool als Jahrgangsbeste ab und hatte Angebote von vielen herausragenden Universitäten weltweit. Der Einser-Schüler entschied sich jedoch gegen die Elite-Universitäten. Stattdessen wählte er die Universität bei sich. Warum er die Chance, an einer der besten Universitäten zu studieren, nicht genutzt hat? Es wäre eine Gelegenheit, in einer anderen Stadt zu studieren. Aber ich glaube, ich werde hier mehr gebraucht. Das spüre ich einfach. Diese Schulen sind voller engagierter Studenten und es wäre ein Privileg gewesen, mit ihnen zu lernen. Aber ich betete und merkte, dass das nichts für mich war. Während seines Studiums verbrachte er weitere Höchstleistungen. In den ersten Jahren erzielte er einige der besten Ergebnisse, die die Schule je gesehen hatte. Suleiman hatte fast kein Sozialleben und hatte noch nie eine Partnerin gehabt. Sein Leben drehte sich immer um dieselben drei Orte: den Hörsaal, die Bibliothek und das Wohnheim. Doch schließlich überredete ihn eine seiner Freundinnen, mit ihr feiern zu gehen. Sie war an Suleiman interessiert und wollte mehr als nur mit ihm befreundet zu sein. Sie hatte oft versucht, ihm zu verklickern, dass sie ihn liebte, aber bei all dem Leistungsdruck war er blind dafür. An diesem Abend nahmen sie ein paar Drinks und erzählten von ihrer Schulzeit. Sie verstanden sich so gut, dass alle dachten, sie seien ein Paar. Der Barmann sagte: "Also gut, ihr tote Tauben. Wollt ihr noch etwas trinken oder nehmt ihr euch endlich ein Zimmer?" "Es ist nicht so, wie du denkst. Ich und Karen sind nur gute Freunde, die einfach Spaß haben", sagte Suleiman. Karen schwieg und lächelte schief. Er war wirklich blind für ihre Gefühle ihm gegenüber und sie hatte nicht den Mut, es ihm zu sagen. Dann kam Karens Freundin herein. "Kennst du das, wenn du jemanden triffst und die ganze Welt bleibt plötzlich stehen? Manche sagen, das ist übertrieben und sowas gibt es nicht. Das dachte ich auch, bis es mir selbst passiert ist. Die Musik war laut, Leute unterhielten sich und hatten Spaß. Aber als ich sie erblickte, war alles still und ich spürte es einfach. Ich wusste, dass es etwas anderes war. Ich hatte nie ans Heiraten gedacht, aber wusste sofort, dass sie die Richtige ist. Ich fühle mich geehrt, so etwas zu erleben und ich habe nie wieder jemanden wie sie getroffen und werde es auch nie tun", sagte er. So beschrieb Suleiman den Moment, als Janina in die Bar und in sein Leben trat. Wer weiß, ob es Liebe auf den ersten Blick wirklich gibt, aber er behauptet, dass er genau das erlebt hat. Doch es schien kein Happy End zu geben. Janina ging direkt zu Karen und umarmte sie. Man merkte sofort, wie nahe sie sich standen. Karen stellte sie einander vor. "Sül, das ist Jan, meine beste Freundin. Jan, das ist Sül." Nach ein bisschen Smalltalk kamen sie richtig ins Gespräch. Sie waren so vertieft, dass sie nicht merkten, wie Suleiman Karens beste Freundin anstarrte. Einen Moment später kam ein anderer Typ. Er umarmte Janina und küsste sie. Janina fragte: "Ist das der Mann, mit dem ich den Rest meines Lebens verbringen darf? Ich bin die glücklichste Frau der Welt", und drehte sich zu ihm um. Ihre Küsse zeigten, dass sie eindeutig verliebt waren. Brody hatte ihr vor etwa einer Stunde einen Antrag gemacht. Die frisch Verlobte konnte es kaum erwarten, vor den Altar zu treten. Sie bat Karen, ihre Hauptbrautjungfer zu sein und sie solle Suleiman zur Hochzeit mitbringen. Alle in der Bar gratulierten ihn und ein Mann spendierte zur Feier Freigetränke für alle in der Bar. Suleiman konnte die Frau in der Kneipe nicht vergessen. Er wollte ihr keine Avancen machen, da sie die Verlobte von jemand anderem war. Aber in den nächsten Wochen war sie alles, woran er denken konnte. Er betete zu Gott, weil er seine Gefühle nicht unterdrücken oder kontrollieren konnte. Er versuchte nicht an sie zu denken, doch sammelte stattdessen Informationen über sie. Er fand heraus, dass sie Hochleistungssportlerin war. Suleiman besuchte also die meisten ihrer Eislaufwettbewerbe. Obwohl sie bei den Meisterschaften kaum miteinander sprachen, winkte sie ihm ab und zu. Dann fühlte er sich mit ihr verbunden.
Sie landete immer unter den ersten drei. Aber die Dinge änderten sich, als sie kurz davor war, an den Weltmeisterschaften teilzunehmen. Sie hatte gerade den Nationaltitel im Eislaufen gewonnen und ging als eine der Favoritinnen in die Weltmeisterschaften. Doch dann fand sie heraus, dass Brody sie mit ihrer engsten Freundin Anna betrogen hatte. Das erschütterte Janina und wirkte sich auf ihre Leistungen aus. Bei der Weltmeisterschaft wurde sie nur Sechste. Kurz darauf stellte Janina fest, dass sie von ihrem Ex-Verlobten schwanger war. Aber rate mal, Anna war auch von ihm schwanger. Die Sportlerin machte eine schwierige Zeit durch. Sie brach die Schwangerschaft ab, da sie das Baby von Brody nicht alleine großziehen wollte. Ein Jahr danach teilte Suleiman Janina endlich seine Gefühle mit. Obwohl es ihr schwer fiel, einem Mann wieder zu vertrauen, begann sie sich zu treffen. 2 Jahre später machten alle ihren Abschluss an der Universität. Suleiman wurde ein Top-Banker, während Janina sich vom Eislauf zurückzog und junge Eisläufer unterrichtete, die in ihre Fußstapfen treten wollten. Das Paar war sehr erfolgreich. Salemans Karriere ging rasant voran und er blieb ein sehr religiöser Mann. Nicht lange danach wurde seine Frau schwanger. Darauf hatten sie hingearbeitet und sie waren beide sehr glücklich. Nach 6 Monaten wurde beim Ultraschall festgestellt, dass sie ein Mädchen erwartet. Aber Janina war auch ein Workaholic. Sie hörte nicht auf, zur Arbeit zu gehen, selbst als ihr Geburtstermin immer näher rückte. Eines Tages brach sie bei der Arbeit zusammen und kam ins Krankenhaus. Auch ihr Mann kam so schnell er konnte. Er war besorgt und hörte nicht auf, zu Gott zu beten. Er glaubte, dass seiner Frau nichts passieren würde und dass alles, was passierte, Gottes Wille war. Die Pfleger sagten ihm, er solle im Wartebereich bleiben. Über 2 Stunden vergingen, bis er endlich aufgerufen wurde. Seine Frau hatte einen Hirntumor. Er war so groß, dass man nichts mehr für sie tun konnte. Dem Kind war jedoch nichts passiert. Laut dem Arzt war die beste Option, sie noch ein paar Tage am Leben zu halten, um dann das Baby per Kaiserschnitt zu entbinden. Während dieser schwierigen Zeit hörte Suleiman nicht auf zu beten und daran zu glauben, dass Gott die Situation im Griff hat. Er stimmte dem Plan des Arztes zu, weil er wusste, dass Janina das so gewollt hätte. Suleiman verlor seine Frau kurz bevor sie das Baby zur Welt bringen konnte. Doch das Ärzteteam hatte noch Hoffnung und führte eine postmortale Operation durch. Das Baby wurde auf die Neugeborenen-Intensivstation gebracht und in einen Inkubator gelegt. Für Suleiman war das wirklich ein Wunder. Nach ein paar Wochen wurde das Baby entlassen und konnte zu seinem Vater nach Hause. Suleiman vermisst seine Frau und glaubt nicht, dass er sich in eine andere verlieben wird. Er sagt, dass Gott es am besten weiß und dass er glücklich ist, seine Tochter zu haben. Was hast du aus dieser Geschichte gelernt? Wir sehen uns beim nächsten Mal.